Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Minecraft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, heute geht's los. Heute geht's an die Verarbeitung unseres neuen Hauses, beziehungsweise wir brauchen ja ein neues, weil unser altes einfach erstmal komplett zweckmäßig war, meiner Meinung nach. So, jetzt habe ich hier eine Truhe gebaut und ich hoffe, dass ich die andere im Inventar finde. Wenn nicht, dann nicht. Ich finde sie nicht. Ach doch, da ist sie ja. Gut. So, die Truhen brauchen wir nämlich jetzt, um kurz umzupacken. Dadurch, dass wir nämlich jetzt erstmal unser Haus neu bauen werden, brauchen wir natürlich auch Platz im Inventar. Und deswegen ist es einfacher, wenn wir jetzt sagen, wir machen das komplett neu. So, das brauchen wir. Und das Eisen brauchen wir auch, weil wir werden Werkzeug brauchen, definitiv. Und eins brauche ich gleich nicht mehr. Das geht mir nämlich schon dezent auf den Keks. Und das schon länger. Nämlich die, zack. Wie heißt es? Hier, das eine Ding, was ich da die ganze Zeit in der Hand halte. Was mir so dezent auf den Keks geht halt, ne? Die Steinhacke brauchen wir jetzt gerade nicht. Das Eisen, wie gesagt, behalten wir. Zack, 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 zack. Perfekt. Das Papier brauchen wir auch gerade nicht. Das brauchen wir alles nicht. Wichtig wären aber unsere Diamanten. Und jetzt nehme ich endlich das Fernrohr raus, weil das geht mir auf den Sack. Die ganze Zeit zoomt das irgendwo hin, wo man es nicht gebrauchen kann. Unser Bett abbauen. Also es wird wirklich alles neu gebaut. So, wunderbar. Schade ums Haus, weil das Haus ist schön gewesen. Aber ich möchte gerne was Moderneres haben. Und da habe ich online wirklich coole Vorlagen gefunden. Und die würde ich dann schon gerne teilweise in die Realität umsetzen. Beziehungsweise werden wir wahrscheinlich auch auf ein etwas moderneres Texturenpack wechseln. Das steht aber noch in den Sternen. Das möchte ich noch nicht festlegen. Das ist noch nicht reif genug, es durchzusetzen, so gesehen in meinem Kopf. Jetzt kommt halt die Frage, werden wir vielleicht auch, Moment, die Werkbank setzen wir hier vorne ab. Zack, die andere Truhe daneben. So, dann können wir nämlich alles reinmachen, was wir gerade nicht brauchen. Genau. Die Frage ist eben auch, werden wir hier vielleicht noch, anderes Material benötigen für diesen Bau des neuen Hauses oder eben vielleicht auch gar nicht. Abgerissen wird von oben. Krasserweise. Ist schon gruselig. Also wenn man sein Eigenheim abreißt, was man mühevoll aufgebaut hat. Aber Veränderungen müssen da sein. So ist das leider nun mal. Und deswegen müssen wir das Haus abreißen. Kann ja nicht sein, dass wir was Neues bauen und das Alte stehen lassen. Das ist Platzverschwendung des Todes. Wenn der Händler hier nicht gleich abhaut, kill ich ihn. Ganz einfach. So langsam geht er nämlich auf den Keks. Mit seinem Rumgerotze der Schafe. Das Gute ist, das neue Haus besteht teilweise auch aus Holz. Oder wird teilweise aus Holz bestehen und deswegen, alles das, was wir jetzt abbauen, werden wir auch für das neue Haus gebrauchen können. Ich sag extra können, weil zu 1000% bin ich mir da auch nicht sicher, was wir alles jetzt nutzen können und was nicht. Weil ich habe mir nur eine Vorlage angeschaut und wie das Haus dann letztendlich am Ende aussehen wird, entscheidet natürlich der eigene kreative Hinterkopf. Guckt euch das Wasser mal an, Leute, wie geil das aussieht. Was war das? Ach, das ist bestimmt ein Stück Holz auf die Dingens gefallen.
Häuser. Vor allen Dingen für die Glasscheiben tut es mir leid. Aber wenn man diese eben nicht mehr braucht, ne, was soll ich denn machen? Ich kann ja schlecht Glasscheiben in der Luft stehen lassen. Das geht ja auch nicht. Das sieht optisch scheiße aus. Und technisch gesehen ist es natürlich auch Blödsinn. Boah, Leute, verschwindet der auch irgendwann mal? Der Vertreter der Kamele, der Lamas, keine Ahnung. Was es auch immer ist. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, ne? So, wunderbar. Tatsächlich, die Sachen fallen da drauf. Huch, falscher Knopf. Zum Glück haben wir in dieser Etage hier schon weniger Glas, weil Glas nervt. Glas ist somit das Material, was am längsten dauert für mich abzubauen. Oh, na toll. Ah, sind nochmal hochgekommen, sehr gut. Unsere Terrasse oben muss mit abgerissen werden, leider. Wir werden aber eine neue schöne Terrasse, glaube ich, bekommen. Auch wenn die in dem Grundobjekt nicht vorhanden ist, werde ich natürlich eine Terrasse einbauen, weil es gehört sich irgendwie. So. Ich weiß noch nicht, wie viele Spitzhacken wir brauchen. Es wird nicht die letzte sein, die wir hier verbrauchen. Mann, das ist eine Sauarbeit. Wahnsinn. Wie machst du jetzt mit der Hacke weg? Also mit der Axt. Ich habe das Ding jetzt einmal in der Hand, wisst ihr? Und immer wieder wechseln und hin und her wechseln. Geht mir dann auch nach einer gewissen Zeit auf den Keks. Na, brauche ich doch noch eine Axt? Schade, ich habe gedacht, eine Eisenaxt reicht, aber wir hätten uns auch eine Diamantspitzhacke, eine Diamantaxt machen können, aber ich finde, dafür wären mir ehrlich gesagt diese Diamanten viel zu schade, weil wir die haben wir mit viel Glück letztens gefunden. Nee, lassen wir mal. Komm, wenigstens die Etage noch mit dieser Axt. Sieht aber gut aus. Sehr gut. Aus wie viel Materialien so ein Haus besteht, ne? Wahnsinn. Aber unsere Türe funktioniert noch. Nur ein paar Steine fertiggestellt. Aber wir hätten noch ein paar Steine nutzen können. Gut. Hier hat sich's jetzt ausgebrannt. Das letzte Feuerchen ist noch drin, aber wir könnten noch, wenn wir noch Steine haben, haben wir, sehr gut, können wir das letzte Feuer zumindest noch nutzen, weil das wird lange brennen, um die nächsten Steine noch zu produzieren, also normale Steine. Und danach können wir locker noch das Feuer nutzen, um glatten Stein zu produzieren. Es wird düster, jetzt kommen auch langsam die Viecher wieder. Bauen wir jetzt provisorisch unser Bett auf im Haus. Ich finde, das Haus ist noch relativ safe. Also das Haus ist safe, weil es hat eine komplette Umrandung, es ist hell genug. Gut. Auf geht's. Die letzten
Bruchstücke des Hauses zerstören. So hart wie es ist. Ist schon traurig, sein Eigenheim abreißen zu müssen. Wobei man ja sagen muss, es ist zum Glück nur virtuell, ne? So, ist sie auch wieder hinüber. Was heißt wieder? Das geht eigentlich, ne? Was die Materialstärke angeht, ist das vollkommen gerechtfertigt, was hier abgeht. Hört doch auf, mir auf den Rasen zu rotzen. Mein Gott. Die denken bestimmt so, was macht der Typ? Wir sind eben angekommen, dann hatte der noch ein Haus und jetzt schläft er einmal und hat kein Haus mehr. Tja, hier sieht man auch, dass unser Haus auf einem vernünftigen Fundament aufgebaut ist, ne? Nichts mit Erde und so. Wir haben unser Haus ordentlich aufgebaut. Außer hier die Ecke, sehe ich gerade. Hier ist Erde. Aber sonst steht es auf einem vernünftigen Untergrund. Wahnsinn. Was haben wir hier getan? Wachst du auf, hast kein Zuhause mehr, ne? Das ist... Auf einem Server wäre das einfacher. Aber hier? Es ist nicht einfach. Definitiv. Also das hier ist alles andere als einfach. Mein Gott. Hören Sie jetzt, Ubi-Fan. 5 Stunden fluchen. Das Einzige, was letztendlich stehen bleiben wird, ist der Backofen. Aha. Er hört zu. Weil wir da eben die ganzen Zutaten drin machen können, die wir benötigen könnten. Verhungern werden wir auf jeden Fall nicht. Oh, das Feuer ist erloschen. Wie viele hat er noch geschafft? Einige. Gut, dann können wir ihn abreißen. Somit hat es sich ausgebrutzelt. So. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir Erde. Wir müssen ja das Lölle stopfen, was wir erzeugt haben. Erde haben wir zum Glück genug. Das ist das Gute daran. Aber dann sieht man mal, die Grundfläche unseres Hauses war gar nicht so klein. Ich habe echt gedacht, dass ich mit 64 mal Erde hinkomme. Anscheinend nicht. Aber ich habe ja noch mehr Erde. Und schon wächst es wieder zu. Gute Muttererde. Eine gute Stelle, um ein Haus zu bauen, würde ich sagen. Gut, so. Also. Wie gesagt, es wird ein etwas moderneres Haus, zweckmäßiger. Und deswegen wird das Ganze natürlich auch moderner aussehen. Werden. So, wo haben wir Sonne? Wo geht sie denn hin? Mit dem Mod schon schwerer zu sehen. Also da hinten, ich denke, hier geht die Sonne unter. Hinter uns geht der Mond auf. Das heißt, die Sonne geht dort auf. Gut, dann werden wir hier eine Wand setzen. Reicht der Platz?
Reicht er oder reicht er nicht? Ist tricky. Ziemlich tricky. Weil man jetzt blind, so gesehen, ein Haus baut, was man sich gerade nur ein bisschen vorstellen kann, weil man eine Vorlage gesehen hat. Das ist, ja, not easy, Freunde. Wirklich nicht, also... gar nicht so einfach, das Ganze gerade. Nee, so nicht. Also wie gesagt, Vorlage ist aus dem Netz. Nicht, dass ihr meint, Ruby kann jetzt vor einmal bauen wie ein Gott. Das ist nicht der Fall. Wenn es schön, auch wenn es so wäre, wäre cool, aber leider nein. Es ist halt eine Vorlage, die ich mir angeschaut habe und die fand ich schön. Und deswegen nutze ich diese Vorlage einfach, um mein Eigenheim neu zu bauen, so gesehen. Das wäre viel zu groß, wenn wir das so bauen würden. Ja. Dann geht es hier so gesehen weiter. Was das auch immer gerade war. Wir brauchen Kohle, Leute, unbedingt. Haben wir noch Kohle? Dann kann ich bestimmt einen Kohleblock oder so machen, weil die halten einfach viel länger und halten dem Ganzen auch stand, wofür wir es letztendlich brauchen. Aber ich glaube, so viel Kohle haben wir eben nicht mehr, ne? Zwei Kohleblöcke, naja, ist jetzt nicht der Hit. Ja, Kies brauchen wir keinen. Wir brauchen Bruchstein und davon nicht wenig. Und wir brauchen halt den normalen Stein. Aus dem normalen Stein produzieren wir halt das neuartige Modell von Stein. Zack. Und hier packen wir ihn rein und daraus werden dann die neuen Steine, die wir benötigen fürs Grundhaus, also fürs Grundobjekt letztendlich. Können wir den Innenraum schon mal ein bisschen ausfüllen. Somit haben wir den Sonnenaufgang schön in den vorderen Bereich, also das ist der vordere Bereich des Hauses so gesehen. Hier kommt man rein. Hier werden Pflanzen gepflanzt. Oder Büsche. Mal gucken. Und daneben haben wir so gesehen die Möglichkeit zu wohnen. Einen schönen Kontrast schaffen. Zum hellen Äußeren ein dunkler Boden. Das sieht gut aus. Da können wir auch schon die Türen einsetzen. Sehr schön. Und eigentlich wollte ich das aussehen lassen wie ein Blumenkorb, aber das sieht nicht so schön aus mit diesen Platten. Durch das Texturenpack halt. Deswegen kann es sein, dass wir das Texturenpack ändern oder wir lassen Gras über die Sache wachsen. Dann sieht es ja auch schön aus. So ein bisschen die Natur ins Gebäude lassen.
Ist halt jetzt die Frage, wie wir es machen. Das ist nicht einfach. Und eben mal so gesagt, ne? Sag mal, wo ist der Kerl? Ist der unsichtbar? Der ist da runtergefallen. Der macht sich tatsächlich unsichtbar. Das gibt's doch gar nicht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass so ein Typ sich unsichtbar macht. So gesehen ist jetzt abends. Und da macht der Sack sich einfach unsichtbar. Läuft bei ihm. Nicht schlecht. Oh, Leute, guckt euch den Himmel mal bitte an. Wow. Wunderschön. Krass. Das ist mal ein geiler Himmel. Also das haben sie... Das ganze Texturenpack ist der Hammer. Mit dem Shader zusammen. Es wirkt so surreal. Nordlichter, weißt du? Sternenbilder überall. Wunderschön. Geil. Gefällt mir. Gut, ich würde sagen, wir legen uns hin und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter mit dem Projekt. Bis dahin, bleibt wie ihr seid. Guckt euch das an. Wie wunderschön das aussieht, wenn wir dann... Oben kommt das Schlafzimmer hin, also nicht hier unten, aber oben gibt es da noch eine Etage und dann habt ihr den Sonnenaufgang direkt auf dem Schlafzimmer. Das wird episch. Das wird mega gut aussehen. Vertraut mir. Gut, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und bis dahin, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.